Servus, grüßt euch und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns miteinander Sembalu an. Sembalu ist nur für Leute, die gern wandern. Man kann ansonsten da nichts machen. Das ist auch übrigens der Ausgangspunkt für die Tour auf dem Rinchani. Aber schauen wir es uns lieber an. Aufpackelt. Geht's weiter? Schauen wir mal ein bisschen im Berg. Bitte schön! So, das ist anscheinend das Auto. Und das fahren wir jetzt für 35 Euro im Berg. Wenn man in dem Hotel ankommt, dann gibt es einen Begrüßungssnack und was wird das sein? Irgendein Pfefferminz-Ding. Kalt. Wow, babsüß und schmeckt nach Waldmeister. Da ist jeden Tag am Vormittag Markt in Sembalu und da gehen wir jetzt einmal über den Markt. Okay, so ein richtig traditioneller Markt ist das nicht. Aber das schaut irre aus, oder? Bin jetzt auf dem Weg nach Sembalu Village. Das soll ein ziemlich ursprüngliches Dorf sein. Und das ist eigentlich auch mein Tagesplan für heute, weil es wahrscheinlich am Nachmittag wieder regnet. Aber jetzt super geil, angenehm. Jetzt wird es ländlicher.
Tanker da über diese scheiß Wasserlachen da. Ihr seht es, die Wolken kommen langsam runter. Und das ist für mich das Zeichen, ich bewege mich jetzt eher Richtung Unterkunft als weiter von ihr weg. Weil in einer Stunde, zwei, wird es wahrscheinlich länger. Das ist halt der Nachteil in der Regenzeit, dass man da ein bisschen Obacht geben muss. Es regnet dann heftig, aber nicht lang. Aber dann ist dieser Weg ein kleiner Bach und alles bärzig und matschig und weh. Der Vorteil ist, es ist alles wunderbar grün. Das schaut alles so gigantisch aus. Ihr wisst ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Da sind jetzt zwei Unholde, die mich heute in der Früh um kurz nach 4 Uhr aufgeweckt haben. Hat er wieder gesungen. Der Imam. Ist halt auch irgendwie ewig schade, dass die Menschen da jeden Tag gesagt kriegen von irgendwelchen Touristen, wie toll das bei ihnen ist. Und trotzdem schmeißen sie einfach in einen Plastikmüll an den Wegrand hier oder in einen Fluss rein. Ich verstehe es nicht. Die haben da wirklich überhaupt keinen Sinn dafür. Aber das ist nicht ein Problem von da in Indonesien, sondern das ist in ganz Asien. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Einzelne Dinge natürlich um. Da steht dann immer Eco-Resort. Und da gibt es dann Glasflaschen zum Auffüllen. Oder man kriegt eine Plastikflaschen, die man dann aber auch auffüllen kann. Was bei einem längeren Aufenthalt natürlich auch was bringt. Weil dann nur eine Plastikflaschenmüll ist und nicht Zähne. Ich bin sowieso absolut der Naturretter, weil ich nur Bier aus Glasflaschen trinke. Ja, das ist echt eine nette kleine Ortschaft. Ihr kennt das wahrscheinlich schon immer hören, aber man trifft auch einfach so Seiten, so herzliche Menschen. Immer wieder faszinierend, wie es bauen. Mit den Bambusholzerl da, aber hebt anscheinend.
Oh, das ist ja ein Friedhof. Wahnsinn, direkt neben dem Friedhof. Aber ich glaube, da in Indonesien, da werden die Toten verbrannt. Stell dir mal vor, wenn die einfach eingeladen werden, dann saftelt die da im Boden rein. Da kannst du wirklich sagen, der Salat, der schmeckt nicht wie bei Oma, das ist Oma. Bin ich einmal schön im Kreis gelaufen. Es werden schätzungsweise 6-7 Kilometer gewesen sein. Das gelangt für heute. So Leute, das war's wieder. Ich hoffe, euch hat das Video taugt. Und war halt nur Wandern und Drohnenaufnahmen. Aber da gibt's nichts zum Anschauen, außer dieses Sembalu Village. Ah, übrigens, für alle, die auf diesen Rinjani wollen, jetzt zur Regenzeit, finden keine Touren statt. Könnt ihr euch ja vorstellen, die ganzen Wegerl und Pfade, das sind jetzt Bachal. Das ist einfach viel zu gefährlich. Also Regenzeit, keine Tour auf dem Rinjani. Da führe ich keinen auf und der Lohr ist es auch nicht ratsam. Aber ich denke, für alle, die gerne wandern, war das vielleicht eine Inspiration. Sollte es das gewesen sein, gebt es natürlich einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal, pfiat euch, euer Media Mandy.